Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta. Heute gegen ein Zerg und wir spielen natürlich wieder Zufall. Wir wissen noch nicht, was wir bekommen. Den Namen werde ich nicht aussprechen. Wir spielen aber auf Coda LE, das kann ich sagen. Wir sind Protoss. Oh, dann habe ich gleich schon meinen ersten Fehler gemacht. Denn ich glaube, als Protoss werde ich einfach mal hier direkt den Pylon unten bauen. So, dann zurückfahren. So, Glack have fun. Und dann werde ich jetzt einfach eine Forge Expansion direkt hier unten spielen. So. Pylon als erstes zu bauen ist, soweit ich weiß, als Protoss, jedenfalls wenn man da unten den bauen will, korrekt und am effizientesten. Mal schauen, ob das auch so stimmt. Wir haben gerade gesehen, im Ladebildschirm, er hat noch kein so hohes Level. Heißt, er ist relativ frisch in der Beta. Es scheint eine neue Beta-Welle gegeben zu haben. Reddit ist auch voll davon, von Leuten, die es auch wieder endlich in die Beta geschafft haben. Ich spiele jetzt übrigens doch ein Nexus First, keine Forge Expansion. Und ja, ist natürlich dann die Frage, wie gut unser Gegner ist. Denn es ist nicht mehr so, dass nur noch die wirklich ganz starken Leute oder die Leute, die Diamant und Master League waren, in die Beta kommen, sondern auch deutlich mehr Leute. Also auch Leute, die in unteren Ligen gespielt haben. Ganz genauen Kriterien weiß natürlich nur Blizzard selber. Aber ich habe vorhin schon mal ein paar Matches gemacht, wo ich mit der Aufnahme leider ein bisschen gefailt habe. Und da waren meine Gegner nicht ganz so stark und es waren auch meistens neue Gegner. So, wir brauchen auch nochmal hier ein Gateway. Und ich habe schon wieder gefailt beim Wall-In. Bauen allerdings auch nochmal einen Pylon. Ja, wobei, das ist eigentlich auch Quatsch, den da hinzusetzen. Da brauche ich lieber die Cannon gleich hin. Da ist die Expansion, die ist glaube ich fast später als meine. Pool ist durch. Gas ist auch schon ziemlich viel gemeint. Speed ist unterwegs. So, wir brauchen auf jeden Fall mal gerade eine Cannon. Ist die Frage, hat er schon eine dritte? Vermutlich nicht. Doppelgas hinterher. So. Okay, ich hätte doch keinen Pylon gebraucht. Da kommen die ersten Linge. Das heißt, ich müsste hier gleich auf jeden Fall mal einmal eine Probe reinstellen. Ein bisschen blocken kann und zur Not einen Pylon dahinter setzt. Passt das mit einem Pylon? Ja, das sollte gehen. Hab ich da jetzt natürlich auf Hold Position gestellt. So, müssen wir eben schauen. So, waren nur Move Command-Linge. Heißt, sie haben nicht mal Schaden gemacht, sondern sind einfach gestorben. Wir stellen unsere Probe da mal ab, um zu sehen, ob er oder wenn ja, wann er eine dritte nimmt. Und wir bräuchten jetzt unbedingt mal einen Cybernetic-Score, den ich irgendwie gar nicht gebaut habe, blöderweise. War das natürlich eigentlich nicht geplant. So, Waypoint nach unten verlegen. Bauen wir hier einen Pylon hin, um einfach nur zu nerven. Mit einem Pylon, um wirklich einen Pylon zu haben. Ich werde den Pylon auch durchkommen lassen, damit er Linge bauen muss. Denn er scheint aktuell keine zu haben. Okay. Ah, zu spät. Ich wollte ihn doch gerade noch canceln. So. Ah, okay. War gut, dass ich sie nicht gecancelt habe, ihn nicht gecancelt habe. So musste er immerhin hier seine vier Drohnen rauf. Vier Linge bauen. Er hat noch mehr Linge gebaut. Er hat ganz viele Linge gebaut. Sehr gut. Also es war ja auf jeden Fall nicht als Angriff gedacht von mir, sondern einfach nur dafür. So, einfach nur dafür, um seine Expansion ein bisschen zu blocken. Wir brauchen mehr Gas, aber dadurch, dass wir die jetzt beide genommen haben, sollte das gehen. Wie viele Linge. Ich habe jetzt extra einen Adept gebaut deshalb. Denn Adepten sind sehr, sehr gut gegen Linge, wobei wenn sie Speed haben, nicht. Dann sind sie wirklich nur in großer Zahl gut. Alleine nicht mehr so. Also ein Adept Immortal All-In ist schon was Cooles.
jetzt auf jeden Fall auf relativ viel hier hoch. Frage ist natürlich, ob er hier einen Bailing Bust versucht. Das ist natürlich auch möglich, dass er hier ganz tricky auf solche Sachen gehen will. Ich spiele jetzt erstmal einen Oracle vorweg. So, Warp Gate sollte auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen an sich. Und werde dann meine dritte nehmen und mal mit einem ein bisschen verzögerten Immortal All-In sozusagen, oder All-In halt nicht mehr, sondern Immortal Push einfach nur, weitermachen. So, eine 200 Counter könnten wir auch ganz gut gebrauchen, um weitere Upgrades zu nehmen. Das brauchen wir nicht. So. Jetzt werden wir hier unsere dritte nehmen. Der Feind hat uns entdeckt. Hier ist leider noch nichts zu sehen. Ja, das ist natürlich hier jetzt nicht mehr so wirklich gut, was gegen zu machen. Er hat Hydras. Hydras, okay. Heißt, wir werden nichts mehr weiter aus dem Stargate spielen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall auch Blink nehmen. Wobei eigentlich für das Schild-Upgrade besser ist. Okay, hat gereicht. Glücklicherweise. Hier bauen wir mal eine Sentry hin. So, Immortal wären allerdings auch ganz gut. Denn die haben ja ihre neue Fähigkeit und damit sind sie nicht mehr so schlecht gegen Mitralisken, wie sie früher waren. So, du bist noch gar nicht auf Full Position. Und ein paar mehr Sentries. Nicht nur um unsere Dinge zu sichern, sondern auch aus dem einfachen Grund, dass wir scouten wollen. Die können wir schon mal rüberschicken. Wir können auch gleich schon Disruptor bauen, wenn wir denn genug Pylons hätten. So, Disruptor. Ja, wird schon gebaut, sehr gut. Oh, ich brauche einen Observer, brauche ich unbedingt. Er wird hier einen Lurker-Push spielen, interessant. Das heißt, wir bauen jetzt mal direkt zwei von denen, damit wir auch hier Protection haben. So, wir müssen mal ein bisschen scouten gehen. So, du kommst dahin, du kommst dahin, da war irgendwas. Kommt da der Push oder wie? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Einheiten. Ein bisschen wenig Gas, aber ich muss hier ja sowieso noch die Dingens nehmen. Da sind einfach nur zwei Lurker. So. Kalt ist die. Okay. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier. So, die wollen wir natürlich auch ausfahren. Dreier Attack Upgrade. So. Nein. Okay, wir haben sie sogar noch gerettet. Sehr gut. Die muss man halt extrem aufpassen. Wir werden aber jetzt einfach mal pushen. Ich fühle mich dazu gerade ein wenig in der Lage. Hier sind aber noch ganz schön viele Probes. Dafür, dass hier so wenig sind.
So, weiter die T-Shrines. Das Shield-Upgrade nehmen wir mal mit. Für die... Und deine Probe. Von hinten kommt er leider auch. Das war nicht so gut. Wo ist denn meine Probe? Ist da gar nicht hingefahren. So, wir müssen unbedingt weiter pushen. Bevor er hier wieder ganz viele Lurker hat. Ein paar Adepte dabei, damit wir ein bisschen an Gas sparen können. Okay, und GG. Das ging doch ganz gut. Da hat er versucht, wirklich uns mit den Lurkern zu rushen. Aber Lurker alleine sind halt nicht gut. Im Kampf waren sie sehr gut. Also da sind wir auch stark gedroppt hier. Aber er ist halt riesig gedroppt. Dadurch, dass wir die Lurker relativ gut rausnehmen konnten. Die waren auch ziemlich nah an unserer Armee. Eigentlich müsste man die ein bisschen weiter hinten eingraben. Weiter hinten eingraben. So, ganz toll in der Kamera. Ja. Sie waren ein bisschen nah, sodass sogar die Stalker draufschießen konnten. Das ist natürlich eigentlich so nicht gut. Lurker müssen eigentlich so aus der dritten Reihe schießen, damit sie selber nicht angegriffen werden können, aber ihre Range ausspielen können. Denn dann sind sie richtig, richtig stark. Da schmilzt alles sowas von dahin. Aber gut. Trotzdem war da ja ein guter Gegner. Deutlich besser als die, die ich vorher jetzt immer hatte. Und der kann auf jeden Fall was. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.